Heute befinde ich mich auf Madeira und möchte dir einmal die tolle Autobahn hier zeigen. Die Autobahn wurde in den 90er Jahren hier auf Madeira gebaut. Früher musste man viele Stunden über die Landstraßen fahren und heute ist es dank der Autobahn viel schneller möglich. Gut 30 Kilometer befindet sich die Autobahn hier auf der Insel Madeira und hat viele Tunnel zu unterqueren. Hier ist mal ein Tunnel. Es hat zum Glück alles natürlich Brüssel bezahlt. Wir haben ja Geld. Und ja, viele, viele Tunnels, sodass knapp die Hälfte der Autobahn dann untertunnelt wird. Hier ist mal die Streckenführung. Die Autobahn hat eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometer. Und hier ist dann schon wieder der nächste Tunnel. Unterquert den nächsten Hügel und kommt dann dort hinten wieder heraus. Geht dann weiter hier durch den Ort Machico. Hat wieder hier einen Tunnel und hier kommt es wieder heraus. Geht dann weiter. Und geht hier dann wieder in den Tunnel hinein und geht dann ins andere Tal, was man von hier aus dann nicht sehen kann. Und ja, mit diesen schönen Bildern von der Autobahn und dem Ort Machico verabschiede ich mich dann heute hier vom Nordosten der Insel.